Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex ist mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Dabei hatte der DAX zum Handelsauftakt noch klar im Plus gelegen. Dann ging es allerdings recht schnell nach unten und am Ende schloss der DAX dann bei 11.680 Punkten, ein Minus von 0,1% bzw. 14 Punkten. Wir blicken nach Frankfurt an die Börse an dieser Stelle zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Viola, wie wird der DAX denn heute erwartet und was sind seine Vorgaben? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Die Vorgabenseite, die ist ziemlich rot eingefärbt. Insofern schon mal die gute Nachricht vorweg. Es sieht nach einem halbwegs stabilen Start, also nicht so wahnsinnig viel Veränderung. Aber kleines Plus könnte drin sein. Und das ist eigentlich ganz beachtlich, wenn man sich die Vorgaben nämlich mal anguckt. Tiefrote Vorzeichen in Asien. Beim Nikkei, da wurde ja gestern nicht gehandelt. Heute ist er wieder mit am Start und gleich mal in Rot unterwegs. Aber auch Hang Seng und Shanghai Composite in Rot. Und auch an der Wall Street gestern dominierende Vorzeichen. Der Dow Jones ordentlich verloren, 1,5%. Was ist da los? Wir haben nach wie vor das Thema Handelskonflikt USA-China. Und wenn man sich da nicht bald mal einigt, dann treten zum 1. September neue Strafzölle in Kraft. Und nach einer Einigung sieht es gerade nicht so wirklich aus. Dann kommen noch die Proteste, die Unruhen in Hongkong dazu, wo dann gestern immer eben der Airport lahmgelegt wurde. Und all das schürt natürlich die Sorge, dass das jetzt noch so obendrauf kommt und einfach auch sich in der Weltwirtschaft, in der konjunkturellen Verfassung einfach mit bemerkbar macht. Es sind gerade einfach auch ein paar viele politische Baustellen, die wir da sehen. Der DAX, du hast es gerade gesagt, hatte gestern ja noch ganz ordentlich angefangen, aber dann eben auch ordentlich nachgelassen und ist mit einem kleinen Minus aus dem Handel gegangen. Ja, weil generell muss man sagen, bei uns kommen ja dann einfach auch noch die Baustellen in Europa dazu, sprich Italien, Krise etc. Also dementsprechend gerade nicht so wahnsinnig viele Kaufgründe. Insofern ist ein stabiler Start für den DAX ja eigentlich gar nicht so schlecht angesichts dieser Vorgaben. Da hast du definitiv recht. Vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Ja, nach diesem Ausblick auf den heutigen Handelstag machen wir weiter mit der Marktidee, die ist heute Bayer. Bayer-Aktionäre, die haben zuletzt neue Hoffnung geschöpft. Aktuell gibt es nämlich Spekulationen, Bayer könnte im Glyphosat-Prozess einen Vergleich schließen. Die Aktie kletterte am Freitag deswegen auf ein 5-Monats-Hoch. Davon hat sich der Kurs mittlerweile wieder etwas entfernt. Aus technischer Sicht gibt es trotzdem Chancen auf einen weiteren Anstieg. Dafür muss sich das Papier in den kommenden Tagen über einer bestimmten Marke stabilisieren. Wo sich diese Marke befindet, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Lesen Sie nach unter www.ideas-daily.de. Und wenn Sie möchten, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.